Moin meine werten Freunde, was geht und willkommen zu diesem neuen Video. Heute spielen wir mal wieder ein bisschen Portal. Das Spiel hat eine lange Zeit schon keine Parts mehr bekommen. Nordman kam hier keine Parts mehr auf dem Kanal. Aber jetzt geht's weiter. Aber jetzt mal schauen, ob ich diese Testkammer hier beim ersten Versuch hinkriege. Ah. Nee, wait. Ach nee, ich muss da hinten. Ich muss nach dort hinten, hier nach dort hinten muss ich. Ja, jetzt habe ich's. Also hier das, dann hier hinein, dann müssen wir dort nach oben schießen, so dorthin, genau, dann hier so, dann einfach straight up ins Portal und im Ziel landen. Bartlöse. Alright, aber ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Aber die Tür hier ist zu, das heißt, hier muss es irgendwo weiter. Ah. Never mind, guys, ich bin einfach nur dumm. Ja, wenn du da runterfällst, bist du tot. Ja, das Büro. Müssen wir nicht dahin? Ah, doch. Ja, sicher halte ich so nicht raus. Also, ich sag mal so, ihr dürft jetzt gerne Vermutungen reinschreiben, was ihr denkt, was mit Gladys los ist. Und hier ist es gerade verdammt laut für mich, für euch nicht. Ihr habt es leise, aber ich hab gerade gefühlte 100 Dezibel. What the fuck? So, und jetzt muss ich glaube ich da rausspringen, ne? Exakt. Boom. Ah.
Lauf. Let's go. Nein. Ja, denk du nur weiter, ich löse mal kurz die Rätsel. Yes. Guten Tag. Tschüss. Digga, bin ich gerade blöd oder habe ich gerade den Fahrzeug aufgehalten? Jetzt geht's an diese Szene. Ah, das ist nicht so einfach, aber wir kriegen das hin. Sag ich auch das. Let's go. Keine Limonade draus. Alright, und damit, Freunde, löst sich nun das Rätsel, warum Carolyn klingt wie Gladys. Denn Aperture hat es nicht hinbekommen, Cave Johnson vor seinem Tod in diesen Roboter zu einschweißen. Und deshalb, ja, wurde es am Ende zu Carolyn. So wie das klingt, es ist wahr. Es ist halt eben so. Jetzt hier runter. Ich bin gerade nicht im letzten Ort.
I get it. Genau. So, und jetzt müssen wir hier Portal setzen. Wieder ins Portal. Oh mein. Alright. Passt. Alright, apparently Shell kann wohl durch Wände fliegen. Das macht natürlich auch komplett Sinn. Das sieht aus wie 10.000 Schneebälle. Also das sieht so... Da habe ich immer Probleme bei dieser einen Szene. Weil die fühlt sich immer so ganz anders an. Oh ja, bring mich hier raus, bitte. Oh, danke. Alter, diese Szene ist immer so Kopfschmerzen für mich. Nur noch die Frage, wo ich hin muss. Okay, ich kann da ein Portal schießen. Und ich kann hier eins schießen. Ich kann auf diesen Kanister. Aber was hat mir das gebracht? Sieht nicht so, als hätte mir das was gebracht. Ah. Okay. Ja.
und dann hier diesen Knopf, ne? Ja, dieses Portal. Jetzt flieg. Okay. Was passiert eigentlich dort gerade? Ach du Heilige! Seht mal an. Ach, das dann jetzt da genau. Ach so. Ja gut, das nehme ich natürlich gerne an. Und es ist verdammt laut mal wieder. Okay. Oh, wisst ihr, wo das ist? Das ist der Ort, wo Portal 1 aufgehört hat. Irgendwo hier drinne. Ja. Irgendwo hier drinne ist der Kuchen. Wheatley, wir sind auf dem Weg. Und wir haben die Anlage von damals erfolgreich abgeschlossen. Und es hat nur 2 Parts gedauert. Let's go, Digga! Let's flippin' go! Die Unruhe. Aber Freunde, ich würde sagen, die Unruhe gibt es dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer ehrenwerter Kame Tendo.